Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst das klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Kommen wir nicht rauf. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir.
Okay. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Da, unser Fenster. Müsste halten. Okay, komm runter. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und, deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Thank you.
übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Bestimmt am Leben. Ehrlich? Ja, du glaubst aber auch alles Himmel. Nein. Nein, das kann ich. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja.
dachte, mein Französisch und zumindest mein französischer Akzent wäre ganz gut. Aber vor ein paar Monaten war ich mit meiner Freundin im Centre Pompidou. Ich hatte gerade die Dinge verkauft. Letztes Jahr. Kommt und hat diese Balldinger. Abstrakte Kunst ist eben. Jedenfalls kommen wir aus dieser riesigen Eistüte. Was ist das überhaupt für ein Ding? Und sehen draußen diesen Crêpe-Verkäufer. Ich gehe also rüber und will sie beeindrucken. Also bestelle ich einen Crêpe mit Zucker. Une Crêpe avec Sucre. Ja, ich weiß. Und der Crêpe-Mann nickt. Dann bestellt meine Freundin. So kommt ihre Crêpe zuerst weg. Als sie außer Hörweite ist, lehnt sich der Crêpe-Mann zu mir und sagt in perfektem Englisch: Ihr Französisch ist schrecklich. Danke. Danke. Und dann zeigt er auf meine Freundin und sagt, sie sollten sie bitten, ihn zu helfen. Aber du kannst gucken, wie sie tun. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Scusi. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Ich lenke ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Er hatte Zweifel. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Okay.
wird schon schief gehen. Wir melden uns. Wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate, alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, von den Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich hab schon echt üble Sachen von den Leuten gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Hier entlang.
Sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, finden wir was zum Draufklettern. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Außer was? Und staubiger. Verdammt. Cosa portiamo? Kellner. Chioso miliardario tedesco. Das Kopf hat auch noch meine quello Größe. Con il parrucchino in quella roba sul naso. Ne, gibt's hier wirklich mehr. Portali a sciacquature dei piatti. Sai che questa gente non piace aspettare. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da Leo. Ucciderei quel portiere di merda! Ehi, un po' di continuo, te? Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Frischluft, wir kommen. Guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und Sam, hier. Kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Sara. Ma che sta facendo?
Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, geh zurück in den Bauwerk. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Okay, das ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe.
Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Ray? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay. Maschinenraum. Ich schaff das. Warum nehme ich den Maschinenraum? Dobbiamo fare anche gli elettrici. Vuoi dire di no? Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Sind diese Schutzschilder. Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gott verdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gebot? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Gebote. Vertrau mir. Zum Ersten? Zum Zweiten? Was soll's? Lene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu daraus.
Das hoffe ich. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Aber das womit? Das Gebot liegt jetzt bei 130. Wir sind jetzt bei 140. Nichts. Verdammt. Die Gebotssignale muss doch was bringt uns auf 150.000. Hey Mann, ich krieg hier langsam zu viel. Ja, einen Moment. Das aktuelle Gebot steht bei 160.000 Euro. Ja. Signore bietet 170.000. Wir stehen nun bei 180.000 Euro. Das Gebot steht bei 190.000 Euro. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut.